Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich mir in den letzten Wochen so ein bisschen Freiraum auf Social Media geschaffen. Und das hatte einen ganz bestimmten Grund. Und wer das Video vor den Top Runs gesehen hat, hat auch mitbekommen, dass ich gesagt habe, hey, ich werde dazu nochmal ein Statement machen und euch ein bisschen was erzählen. Und genau darum geht es heute in dem Video. Ich gliedere das ganze Video in drei verschiedene Punkte heute. Punkt Nummer eins ist, was stört mich eigentlich an meiner persönlichen Situation, an meiner aktuellen Situation? Punkt Nummer zwei geht über mentale Belastung und Videos machen und die Probleme, die das Ganze mit sich bringt, dass man den Leuten gerecht werden will, seinen Skills selbst gerecht werden will und so weiter und so fort. Und Punkt Nummer drei natürlich, bei jedem Problem darf am Ende natürlich die Solution, also die Lösung darf nicht fehlen. Und deswegen, was wird sich ab jetzt ändern? Viel Spaß bei diesem Video. Ganz kurz vorweg, mir ist wichtig, ich habe immer, auch schon bevor es Mountainbike-Content gab und ihr alle auf diesem Kanal wart, habe ich schon immer offen und ehrlich über alles Mögliche gesprochen. Und das möchte ich auf keinen Fall verlieren und deswegen gibt es auch dieses Video jetzt, wo ich einfach wirklich ja mal mir ein paar Dinge so von der Seele reden werde. Und ich hoffe, dass euch das Video, ja, vielleicht, es wird halt nicht um Trail gehen oder so oder nicht irgendwie in den Park, aber es wird so einen Einblick in ein bisschen was Persönliches geben. Und ich finde, das gehört auf YouTube auch dazu. YouTube, der Slogan, ne? Broadcast Yourself, es geht ja auch um einen persönlich so ein bisschen und um seine Geschichte so ein bisschen zu erzählen. Und ja, genau darum. Hoffe ich, dass das Video bei euch ja nicht zu negativ ankommt. Aber starten wir mal direkt rein. Ich habe mir übrigens einiges an Notizen gemacht, weil damit ich einfach nicht den Faden verliere. Also seht mir nach, wenn ich mal zwischendurch da drauf schaue. Es ist ein bisschen viel und für mich auf jeden Fall auch so ein bisschen kompliziert alles. Und ich weiß gar nicht, wie ich richtig anfangen soll bei Punkt Nummer 1. Was stört mich an meiner aktuellen Situation? Also versteht mich erstmal nicht falsch, denn mir geht es eigentlich richtig, richtig gut. Allerdings war dieser Kanal hier auf YouTube immer ein Kanal, auf dem ich alles offen und ehrlich besprochen habe, auch so ein Stück weit mein Leben dokumentiert habe und auch Videos gemacht habe, wo ich glaube oder wo ich immer geglaubt habe, dass Leute das Ganze sehen sollten, weil es einfach wichtig ist. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Punkte alle ein bisschen verloren habe. Ja, vielleicht diese Ausflüge gesehen, wo ich Sachen mit euch besprochen habe, wie das Thema mit der Blickführung und solche Sachen. Einfach so ein paar Dinge, die so in diese Richtung gehen. Wie bilde ich mich auch mental weiter oder Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, wie man das auch immer nennen möchte. Aber letztendlich geht es da ja um das Wachstum von einem selber, abseits vom Mountainbiken. Und so Videos habe ich tatsächlich früher ziemlich, ziemlich viel gemacht, weil ich mich selber damit beschäftigt habe und mir das krass viel geholfen hat. Es hat mir geholfen, aus Tiefen rauszukommen. Es hat mir geholfen, in meiner Selbstständigkeit mit der richtigen Einstellung an Sachen ranzugehen und so weiter. Also es war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Part von meinem Leben. Das Ding ist jetzt, ich weiß, dass YouTube und auch Menschen, andere Menschen und Dinge gerne immer in Schubladen stecken und um die irgendwie zu einzukategorisieren und zu verstehen. So funktioniert zum Beispiel auch der YouTube-Algorithmus, ne? Also bei mir weiß YouTube der Algorithmus, hey, das ist ein Mountainbike-Kanal, das zeigen wir Mountainbike-Leuten. Der Algorithmus weiß ganz genau, wem meine Videos gut gefallen und die werden dann auch ausgespielt. Dieses Schubladendenken ist halt überhaupt nicht meine Welt, also absolut null. Ich habe das Gefühl, ich habe mich in dem letzten Jahr eigentlich so ein bisschen verloren und habe Content gemacht, wo ich dachte, hey, das, also nicht jeder Content, ich habe auch immer guter Content dabei, aber ich habe oft Content gemacht, wo ich dachte, ja, das wird gut ankommen und ich habe den Content aber nicht wirklich gefühlt. Und das hat mich auf jeden Fall unglücklich gemacht. Es gibt immer wieder mal Videos, die ich richtig geil fand, wo ich auch richtig Bock hatte, die zu machen und so. Aber da ich zwei Videos die Woche bringe, war es einfach ja nicht so einfach, immer diese Videos zu machen.
Und genau das darf nicht sein. Also ich habe YouTube damals angefangen, weil ich einfach immer Bock hatte, Videos zu machen. Ich habe schon mein allererster YouTube-Kanal mit meiner Breakdance-Crew, da war ich 15, 16. Ich habe einfach immer Bock gehabt, irgendwie Videos zu machen. Und seitdem habe ich auch immer Videos irgendwie hochgeladen. Ich habe mich oft daran zurückerinnert, warum ich eigentlich angefangen habe, YouTube-Videos zu drehen. Und auch, warum ich Mountainbike-YouTube-Videos gedreht habe. Und ich möchte gerne wieder dahin zurück, wo ich damit angefangen habe, vom Mindset her. Und das ist leider gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Dann gehen wir rein in Punkt Nummer 2. Da geht es ein bisschen darum, was man für eine Erwartungshaltung an sich selber hat, was die Menschen oder die Zuschauerschaft für Erwartungen an einen hat. Ihr kennt das vielleicht selber, jeder, der Videos hochlädt, hat immer so ein bisschen diesen Druck, dass er Videos hochladen möchte, die natürlich geklickt werden, erfolgreich sind. YouTube hat dieses tolle 1 bis 10 Ranking und wenn du mal eine 9 oder eine 10 kriegst, dann ist halt schon direkt mies. Ne? Also wenn du eine 3 von 10 kriegst, ist noch cool, alles danach wird schon irgendwie schlecht und dann die YouTube Analytics spielen auch so ein bisschen mit der Psyche von uns Creator auf jeden Fall. Ich glaube, jeder, der Videos produziert, der kennt dieses Gefühl. Ja, kurzer Ausflug. Ich habe ja immer irgendwie ganz, ganz viele verschiedene Videos gemacht. Dann kam der Mountainbike-Content, weil ich Mountainbike-Videos machen wollte, habe ich Mountainbike-Content angefangen, sondern weil ich gerade eben in meinem Leben einfach jetzt aktuell oder vor 2 Jahren angefangen habe, Mountainbike zu fahren. Und das habe ich mit dokumentiert. Dann kam das Ganze gut an, richtig cool. Dann habe ich damit weitergemacht. Und ich möchte aber einmal kurz mit euch in den ersten Satz meiner Kanalbeschreibung gehen auf YouTube. Denn was da steht, ist tatsächlich ganz interessant. Ich lese mal vor. Auf meinem Kanal geht es darum, das Beste aus seinem Leben rauszuholen und das Leben zu entdecken. Doch wie macht man das am besten? Ich bin der Meinung, alles steht und fällt mit Leidenschaft. Und ich habe das Mountainbiken für mich entdeckt und so weiter und so fort. Aber die ersten Sätze, die sind eigentlich das Entscheidende, weil die habe ich schon ewig nicht geändert. Das danach habe ich angepasst auf Mountainbiken oder mal auf Fitness oder mal auf irgendwas anderes. Aber diese ersten Sätze, die waren immer da. Ich habe das Gefühl, dass ich dieser Kanalbeschreibung gar nicht so krass gerecht werde. Das heißt, das Leben entdecken, ja, das haben wir auf jeden Fall so ein bisschen gemacht. Das Beste aus dem Leben rausholen, vielleicht eher ein bisschen weniger. Alles steht und fällt mit Leidenschaft, auf jeden Fall. Ich habe Leidenschaft fürs Mountainbike-Fahren hier. Aber ich habe das Gefühl, ich habe diesen roten Faden, der sich eigentlich immer durch meinen Kanal gezogen hat, den habe ich irgendwie krass vernachlässigt. Punkt Nummer 3. Ich möchte gerne abseits vom Mountainbiken euch auch öfter mitnehmen auf verschiedene Dinge. Ich möchte mich nicht so sehr in eine Schublade stecken und als Creator mich nicht so stark einschränken. Das heißt nicht, dass das Mountainbiken wegfällt, ganz im Gegenteil, aber es wird auf jeden Fall sich auf dem Kanal ein bisschen was verändern. Ich kann euch noch nicht genau sagen, in welche Richtung es gehen wird, weil das mache ich wirklich jetzt einfach nach Gefühl. Ihr wisst ja, Thomas und ich sind immer so Freund von Dinge nach Gefühl tun. Und genau das ist auch der Stichpunkt. Ich möchte mich mehr wieder von meinem Gefühl leiten lassen, weil der Verstand ist super, um irgendwelche Dinge zu verstehen oder um ein Fahrrad zusammenzubauen oder um irgendetwas zu lernen. Allerdings muss man auf das Gefühl hören, um halt seiner wahren Leidenschaft zu folgen. Vielleicht könnt ihr das irgendwie nachvollziehen. Und das ist genau der Knackpunkt. Ich möchte auf jeden Fall wieder mehr auf mein Gefühl hören mit dem Content und dem Content auch mehr Seele so verleihen. Es kann sein, dass es noch ein paar Wochen genauso weitergeht, wie ihr es bisher kennt, aber vielleicht wird sich auch schon ziemlich schnell was ändern. Nicht zu vergessen ist, dass
Alles, warum ihr auf dem Kanal seid, bleibt auf jeden Fall bestehen. Ich werde weiterhin Trails fahren, Parks besuchen, Bike-Trips machen und mit Thomas Videos drehen. Aber ich möchte das Ganze auf jeden Fall ein bisschen optimieren. Vielleicht wird es auch so sein, dass der Zweitkanal Daily Dyer so ein bisschen wieder mehr involviert wird. Vielleicht auch wieder mit regelmäßigeren Livestreams oder sowas. Gucken wir mal. Ich finde immer, die Winterzeit ist richtig cool für so Livestreams und immer eine gute Sache. Macht auf jeden Fall Bock. Und ich habe tatsächlich noch den Donnerstag immer noch im Kalender stehen für Twitch Livestream. Vielleicht machen wir das auch wieder. Wir haben allerdings so viel Internetprobleme aktuell. Ich weiß gar nicht, ob dort Internet das schaffen kann. Ja, ich habe mir also viel vorgenommen für die Zukunft. Es wird auf jeden Fall ein richtig spannender Weg, in welche Richtung sich der Kanal hier jetzt entwickeln wird und was sich optimieren wird, was cooler wird. Ich habe keine Lust auf Neujahrsvorsätze zu warten, weil meiner Meinung nach brauchen wir kein neues Jahr, um irgendwas anzufangen, denn ich starte jetzt einfach sofort damit und werde loslegen. Und ihr habt im Intro hier das Chaos gesehen. Das hier ist mein altes Büro, aus dem auch die Streams immer gekommen sind, aber wir sind jetzt nach oben gezogen. Ich werde aus diesem Raum, glaube ich, so ein bisschen mäßig so Bike-Werkstatt, ja, YouTube-Videozimmer machen, weil hier hat man immer seine Ruhe, hier kann man gut Videos drehen und hat vielleicht auch so einen coolen Backdrop irgendwie. Hier sind die Wände schon dunkel. Bin so ein Fan von so dunklen Farben, habe ich eigentlich im ganzen Haus. Und yes, das mit dem Chaos hier werde ich, glaube ich, anfangen, das Ganze aufzuräumen. Mein mentales Chaos aufzuräumen, war der erste Schritt, dass ich mich überhaupt damit auseinandergesetzt habe, das alles niedergeschrieben habe und euch jetzt erzählt habe. Ich bin gespannt, was passiert, Leute. Ich hoffe, diese kleine Erklärung hat euch irgendwie ein bisschen die Augen geöffnet, was vielleicht in den letzten Monaten sich in den Videos wiedergespiegelt hat. Vielleicht hat es auch niemand gemerkt, aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es euch vielleicht aufgefallen ist, dass in den Videos ein bisschen der Spirit irgendwie gefehlt hat vielleicht. Ja, dafür auf jeden Fall dicke Sorry, aber manchmal braucht man ein bisschen Zeit für sich selber zum Nachdenken und da ich das Ganze nicht hauptberuflich mache, sondern nebenbei noch komplett arbeite, muss man sich manchmal so ein bisschen Zeit schaffen. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Das war auf jeden Fall kein Abschied oder sowas, sondern ein Neuauftakt in eine richtig geile Zeit. Ich freue mich drauf und bin gespannt, was kommt. Wir sehen uns. Ich wünsche euch eine wunderschöne Offseason. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.